Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Prison Architect. Bitte wundert euch jetzt nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge vergessen habe zu speichern. Was natürlich relativ doof ist von mir. Weil nämlich... dadurch ist halt eben ein bisschen was jetzt durcheinander. Speziell das den Gebäude trägt. Ich habe eigentlich versucht, alles wieder so nachzustellen, wie wir es hatten. Wir erforschen gerade die Gesundheit. Wir haben hier diesen Block gebaut, wo ja ein paar Sachen für die Gefangenen drin sein sollen. Und eigentlich habe ich versucht, alles nochmal so aufzubauen, wie es ursprünglich auch geplant war. Von euch kam übrigens noch der Tipp, wenn man... Achso, das können wir jetzt gar nicht zeigen, aber wenn man einen Rechtsklick auf die Tür macht, kann man die Tür auch einfach öffnen. Weil ich bin ja immer relativ umständlich diesen Weg gegangen. Erst Rechtsklick, Tür öffnen, Tür normal. Immer doof. Einfach einen Rechtsklick drauf machen und schon ist die Tür offen. Danke für den Tipp. Kleiner Hinweis vielleicht auch für all diejenigen, die das unter euch oder von euch noch spielen. So, wir hatten ja gesagt, jetzt gucken wir ganz kurz hier nochmal kurz in die Räume rein. Ich würde hier auf jeden Fall die Krankenstation reinbauen wollen, genau, und die Kapelle vielleicht sogar auch. Anhörungsraum könnte man auch hier noch mit reinbauen, von daher werde ich, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge zwar ein bisschen anders gemacht, aber das hier ähnlich machen wie hier, nur dass wir halt eben hier jetzt ein bisschen größere Räume machen, indem wir einfach sagen, wir lassen hier zwei Platz und gehen dann einmal hier so lang. Dann können wir nämlich hier, die Krankenstation muss, glaube ich, gar nicht so groß sein. So würde die Krankenstation schon vollkommen ausreichen. Das Ganze... ja, stimmt. Wir haben ja immer noch dieses Problem mit dieser Personaltür, ne? Das ist halt eben noch nicht so super gelöst. Ich würde hier auf jeden Fall eine Personaltür reinsetzen. So. Eigentlich müsste man hier auch eine reinsetzen, weil ansonsten haben wir das Problem, dass die Ärzte hier nicht rauskommen. Was auch ein bisschen doof ist. Oder beziehungsweise, sie kommen natürlich raus, aber es würde halt eben... ein bisschen dauern, was natürlich auch nicht so schön ist, wenn jemand medizinische Hilfe brauchen würde. Und wahrscheinlich auch brauchen wird, weil in unserem Knast das wird auf jeden Fall nicht ruhig bleiben. Ich habe mich gerade nur ein Sicherheitsbüro, was das hier sein soll, aber da steht ja auch, es hat aktuell keinen Nutzen, von daher brauchen wir es auch im Moment nicht bauen. Meiner Meinung nach. Die Leichenhalle könnte man hier auch gleich noch mit reinbauen, sehe ich gerade. Und dann daneben die Kapelle oder sowas. Würde ja dann passen. Heißt das Ding jetzt Ambulanz? Früher ist es Krankenstation. Okay, dann wird es ja wohl die Ambulanz jetzt sein. Okay. Dann bauen wir hier jetzt die Ambulanz rein. Zack. Und da kommen dann halt eben Objekte wie eigentlich nur ein Krankenbett rein. Also jetzt nicht nur eins, wir bauen gleich ein paar mehr rein. Wir wollen ja auch gewappnet sein, falls mal was passiert. So, und da bräuchten wir nochmal am besten einen Arzt oder zwei Ärzte. Wir nehmen gleich zwei Ärzte. Wir haben es im Moment, haben wir ja Geld, also von daher passt das schon. Eigentlich sogar überraschend viel Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie in dem Spiel. In der ersten Folge sah das alles ganz anders aus. Ja, wir könnten dann hier auch gleich noch... Ja, komm, wir hauen jetzt hier gleich noch die Leichenhalle mit rein. Da eine Tür rein und hier eine Wand rein. So. Und dann entsteht hier drinne die Leichenhalle. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Bin auch manchmal doof, weil... gerade gesehen und schon hast du wieder vergessen, wo es war. Naja. So, hier brauchen wir auch gar nicht so viel. Wir brauchen hier nur ein paar Barren reinpacken, wo die Toten dann drauf gepackt werden. Das können wir hier ähnlich machen wie in der Krankenstation. Die sind doch gar nicht so breit, von daher alles cool. Genau, Leichenbahre fehlt hier noch. Ja, ist jetzt halt eben natürlich die Frage, ob man die Kapelle hier mit reinbauen will oder nicht. Oder setzen wir hier noch was ganz anderes? Hatten wir denn noch? Wir hätten noch den Anhörungsraum, den müssen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Oh, was ist jetzt los? Ein Toter! Was macht ihr denn hier?
Der ist verletzt. Wo ist der letzte Tote hin? Ah! Der liegt schon in der Leichenhalle. Okay, so, was ist passiert? Ist ja auch immer so, wenn der Notarzt ankommt. Was ist passiert? Wo sehe ich denn das? Bin ich blöde? Warum sehe ich... Ich müsste da irgendwo sehen, woran er gestorben ist, oder? 4 Stunden in meinem Gefängnis und schon ist er tot. Na geil. Ja, rückfällig wird auf jeden Fall nicht mehr. Die 32% sind ein bisschen übertrieben. Tschö. So, zwei... Zwei? Oh, okay, 2 fehlen uns, also bis wir voll belegt sind. Ja gut, wir lassen den Raum erstmal noch leer. Vielleicht fällt uns da noch was ein, was wir da reinbauen können. Na, ich habe so ein bisschen Problem mit der Kapelle da drinne, weil die laufen hier halt eben rein und hier sind nur Personaltüren, die sind auch schnell mal eingeschlagen und von daher weiß ich nicht, ob das da so viel Sinn macht. Dann würde ich da eher den Anhörungsraum reinsetzen und vielleicht noch was anderes, den Postraum. Weiß ich noch nicht. Vielleicht vergrößern, vergrößern wir auch irgendwann mal die Ambulanz. So, jetzt habe ich den Satz auch richtig hingekriegt. Genau. So, was haben wir denn jetzt noch für Aufträge? Haben wir noch irgendwelche Aufträge gerade? 3 Besucher? Nö. Alles cool hier. Dann können wir uns mal anschauen, was wir noch so für Subventionen kriegen würden. Bildungsprogramm, schalte Ausbildung frei, platziere 20 Pulte. Ich will eigentlich was anderes. Finde 10 gestohlene Drogen. Den nehmen wir mal rein, das können wir einfach mal machen. Ich suche aber eigentlich was ganz anderes. Genau, weise Gefangene der Wäscherei zu, aber da gibt es glaube ich noch einen anderen Auftrag, oder? Da geht es darum, dass man praktisch... was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Dass man praktisch hier so, ja, eine Wäscherei, eine Werkstatt und sowas baut. Aber ich dachte, das, da gibt es noch einen extra Auftrag, aber offensichtlich nicht. Tja, okay. Welcher war das jetzt? Bildungsreform, Eingewöhnung. Okay, dann nehmen wir den Auftrag. Genau. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt dann auch nochmal so ein Gebäude bauen, ein separates Gebäude, wo wir die Wäscherei und die Werkstatt reinpacken. Und zwar könnten wir das eigentlich hier ran bauen. Ja. Ich denke, so ist es okay von der Größe her. Oder machen wir es noch ein bisschen größer. Wir können es ja immer noch vergrößern, so ist es ja nicht. Mal kurz, wir nehmen das nochmal kurz weg und gehen da wirklich so auf Kante. Ja, komm, passt so. Dann müssen wir jetzt nochmal hier einen Zaun bauen. Und zwar hier lang, dass wir das hier dicht machen, weil wir werden ja auf jeden Fall den Zaun hier wegnehmen. Abreißen, der kommt hier auf jeden Fall weg. Der Zaun hier würde auch praktisch entfallen, weil da wäre ja Wand. Also auch alles cool da. So. Jetzt ist es nachts. Das ist meistens so immer die Zeit, wo ich sage, wir machen eine Razzia. Und die machen wir jetzt auch mal, weil wir müssen ja sowieso 10 Drogen finden. 10 gestohlene Drogen. Gucken wir, ob die welche dabei haben. Ist eigentlich ungewöhnlich. Also bis jetzt nur 4 gefundene Handys. Ist ja nichts. Nee, jetzt kommt ein bisschen was. Okay. Wir haben auch schon 40% von unserem Auftrag abgeschlossen. Also von daher alles gut. Das ist ja leicht verdientes Geld eigentlich. 50% ist schon abgeschlossen. Wir haben noch ein paar Zellen vor uns. Oder ein paar Plätze, wie es ja hier heißt. Ich freue mich nachher schon auf die Elektronik, wenn die kommt. Da kommt ja dann Tür, Mechanik und sowas alles. So, hier würde ich erstmal eine Gefängnistür, würde ich hier reinsetzen. So, alles abgeschlossen und wir haben leider keine 10
Leider keine 10 Drogen gefunden, aber schon okay. Was ist denn das hier jetzt eigentlich für ein Mist? Wartet mal. Macht das hier Sinn? Nee, ich würde die Tür eigentlich da hinsetzen. Könnte man ja auch später nochmal versetzen. So, jetzt ist eine Tür da. Jetzt müsste das Ding eigentlich gebaut werden. Jo. Ist natürlich ein bisschen blöd hier mit der... Warum ist denn hier dieser dämliche Knick? Der gefällt mir ja gar nicht. Egal, wir lassen den jetzt erstmal so drinne. Müsste man dann nochmal schauen, wie wir das am besten machen. Jetzt würde ich eigentlich sogar fast sagen, dass wir hier für die Werkstatt, weil wir sind, glaube ich, jetzt, wartet mal kurz, ja, wir sind schon wieder auf Anschlag. Da würde ich die Werkstatt eigentlich jetzt ungern hier noch mit dem Strom von dem normalen Netz versorgen. Da würde ich eigentlich einen extra Generator bauen wollen. Und dann die Stromkabel hier rein, weil Werkstatt verbraucht auf jeden Fall viel Strom. Dadurch, dass da ja eine Tischkreissäge und Waschmaschinen und keine Ahnung, was da noch alles ist, das verbraucht ordentlich Strom und von daher würde ich das dann so sagen. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Material, wir müssen hier nochmal eine Wand reinziehen. Die würde ich hier lang ziehen. Genau, und dann würde ich das Ganze einmal in der Mitte teilen. Praktisch einmal Wäscherei, einmal Werkstatt. Ist eigentlich ganz gut, so wie es jetzt ist. Da fehlen dann noch Türen. Da würde ich auf jeden Fall Sicherheitstüren, also normale Gefängnistüren bauen wollen. Und hier an die Tür kommen dann halt eben auch noch Metalldetektoren später. Haben wir das eigentlich schon? Wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das müssen wir erstmal noch... Zwangsarbeit, genau, die müssen wir erstmal noch freischalten, fällt mir gerade ein. Sonst ist das doof. Ja, der läuft jetzt schon auf halbe Last und hat eigentlich nur das ganze Licht hier dran, ne? Das ist also wirklich nicht dolle. Genau, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Zwangsarbeit fertig ist und dann können wir hier nämlich auch die Wäscherei und die Werkstatt bauen. Ja, so ist das alles. So, okay, wir kriegen gleich nochmal neue Gefangene. Zwei normale Gefahrenstufe und einmal niedrige Gefahrenstufe. Könnte eigentlich dreimal... Okay, weil da gerade jetzt irgendwie jemand entweder ist abgehauen oder ist gestorben. Gibt eigentlich nur diese beiden Optionen, entlassen. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Knast schon mal jemanden entlassen habe. Das ist mal eine gute Frage. Aber bestimmt. Ich hatte ja schon mal so ein Riesengefängnis, da habe ich nachher, da hast du nachher fast ja nicht mehr durchgesehen. Da war immer irgendwo eine Schlägerei oder irgendwas, das hast du ja nicht mehr mitgekriegt. Ne, das war dann hier hinten irgendwo in der Ecke, du warst hier, hast da irgendwas, oder was hier unten, hast du irgendwas gebaut, also. Ja. So, haben wir noch nicht. Da könnten wir eigentlich die Zeit, achso, die Zeit haben wir schon auf voll Speed. Schon wieder ein Toter. Ui, das ist aber laut, wenn man da so dicht dran geht. Schade, dass ich bin entweder, ich weiß nicht, warum ich das hier nicht sehe. Das ist ein Verräter, deshalb, ja, okay, der wurde umgebracht. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Aber ihr sollt euch doch nicht gegenseitig umbringen, Dussel. Gibt da weniger Kohle für mich. Oder für uns, besser gesagt. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Nase zuhalten, sonst hätte ich furchtbar niesen müssen. Das ist dann immer etwas unangenehm. So. In Einzelhaft haben wir jetzt momentan 3 Leute und zwei warten darauf, dass sie dann noch eingesperrt werden. Auch nicht schlecht. Unser Hof ist vielleicht ein bisschen klein, wa? Wir passen aber alle noch hin. Oh, was ist mit ihm los? Achso, da ist nur eine Lampe. Der sah eben so komisch grün aus im Gesicht. So, jetzt müsste eigentlich... Ne, noch nicht. 8 Minuten, 7 Minuten. Ich wollte gerade sagen, das müsste jetzt eigentlich fertig sein. So, wir bauen eine Werkstatt hier oben hin. Wir können das Ganze ja später auch nochmal vergrößern hier. Wir haben ja noch genug Platz. Einmal die Werkstatt und einmal die Wäscherei. Das wird jetzt ein bisschen teuer. Wir brauchen erstmal die Wäscherei, weil wenn du so eine Wäscherei nachher nicht hast, hast du nämlich auch das Problem, dass die sich beschweren, dass ihre Klamotten dreckig sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte eigentlich erstmal ausreichen. So, dann bauen wir noch ein paar Bügelbretter hin. Huch. Dahin.
So, so ist doch eine schöne Wäscherei. Dann kommen wir noch ein paar dieser Schiebekörbe hin. Ja, ich denke mal, die reichen aus. Oh, die kommen mit den Waschmaschinen nicht rein. Und da kommen schon mal Klamotten wieder. So, Werkstatt. Achso, wir müssen erstmal noch, wartet mal kurz. Wir müssen hier auf jeden Fall einmal mit dem Strom lang gehen. Dann braucht man natürlich auch noch Wasser. Wasser. Das Wasser kann man hier vorne nur abzapfen. Das ist jetzt nicht so wild. Ich hier einmal so quer runtergehen. Zack. Und dann einmal hier rüber. So. Sehr schön. Genau. So, dann bauen wir noch kurz was hier, schnell mal was hier in die Werkstatt rein. Da brauchen wir eine Tischsäge. Am besten gleich zweier. Dann brauchen wir eine Hydraulikpresse. Also wir bauen erstmal von jedem zwei. Und einen Tischlertisch. Und einen normalen Tisch, wo halt eben später dann die Sachen abgelegt werden, die fertig sind. Warte kurz. Das brauchen wir gleich zwei reich. So, jetzt ist uns hier gleich mal der Dings rausgeflogen. Und jetzt haben wir auch ordentlich Kohle ausgegeben. Ihr seht's, viel ist nicht mehr da. Und das, deshalb haben wir das getrennt. Ne, weil sonst wäre jetzt im ganzen Knast der Strom weg. Das wäre ein bisschen blöde. So, wo bleiben denn meine Kondensatoren? Bitte. Die liegen hier. Oder? Liegen die hier? Ja, hier liegen sie. Müssen nur noch montiert werden. Ich weiß aber nicht, wo unsere ganzen Leute gerade hin sind. Das ist mir auch schon mal passiert, da hatte ich gar keine Bauarbeiter mehr. Habe ich gewundert, warum das alles so lange dauert. Da war nur noch einer oder so. Hat alles alleine gebaut, weil die anderen waren tot. Warum auch immer. Woran die gestorben sind. Wahrscheinlich verprügelt oder so. Sowas passiert schnell mal. Ja, ja, ja. So. Aber jetzt wären die Kondensatoren halt eben doch schon wichtig. Haben wir nur einen Koch? Wo ist der andere Koch? Hatten wir nicht zwei Köche? Wahrscheinlich liegt die Betonung auf hatten. Moment. Ne, wir haben zwei Köche. Dann ist ja alles gut. Ich dachte, der eine ist jetzt vielleicht ein bisschen überfordert. So, schauen wir, ob wir den anschmeißen können. Jo. Ja, läuft doch gleich viel besser. Jetzt fehlt halt eben nur noch das Wasser hier, oder? Ja, Wasser scheint noch zu fehlen. Genau, das Rohr ist ja hier auch noch nicht fertig gebaut. Genau, so, was fehlt hier jetzt noch? Tischkreissäge und Hydraulikpresse. Genau, das kommt dann nachher alles noch und das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So, ich sage mal, wir machen hier Schluss. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben oder uns abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.